Hallo Leute und damit herzlich willkommen zurück zu Valheim. Schön, dass ihr wieder reinlohnst. Wir holen die ganzen Eisen jetzt ab von der Krypta, beziehungsweise müssen wir sie erstmal zwischenlagern. Denn die Krypta ist sehr weit weg von meinem eigentlichen Zuhause und ich will immer zu den Portalen rausgehen. Ich glaube, weil das bei meiner alten Base war. Hier rein. So, ich habe jetzt eine neue Lampe am Start. Das ist natürlich richtig geil, Leute. Dann können wir jetzt den Sof mal richtig ausleuchten. Die Gegner werden sich freuen. Und ich bin mir auch sicher, dass die Gegner mich wahrscheinlich jetzt auch besser erkennen werden da, ne? Wenn ich da mit so einer fetten Stirnlampe ins Gebiet reinkomme. Habe ich noch irgendwas? Erst mal was essen am besten. Und noch ein Süppchen hinterher. Sehr geil. So, wir machen das an. Ist jetzt hier natürlich Quatsch, aber es ist ja gleich wieder richtig dunkel. So. Renn, 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 renn zu dem geilen Loot. Ja, das ist natürlich richtig cool, dass ich beide Sachen tragen kann. Den Gurt und die Stirnlampe. Das ist wirklich perfekt. Ich wünschte mir, dass es beim Halter noch ein bisschen mehr zu kaufen gibt. Vielleicht sind diese Donnersteine und so wichtig, aber bisher weiß ich noch gar nicht, wozu ich das brauche. Vielleicht resettet der auch irgendwann mal sein Angebot. Das kann natürlich auch sein. Aber so ein paar mehr Tools oder so, das wäre ganz geil. Ich kann mir da jetzt halt noch eine Angel kaufen. Und diese Angelköder dazu natürlich. Aber bisher ja, bin ich noch nie so ins Angelgeschäft eingetreten. So, Hallöchen. Oh, da hinten ist das Baummonster, Leute. Oh Gott. Aber so schnell ist der gar nicht, merke ich. Auch vor dem kann ich easy wegrennen, Leute. So, nochmal ein kurzer Blick nach hinten. Da kommen die Jungs. Und tschüss. So. So würde das jetzt aussehen mit der Lampe. Natürlich echt ganz cool, ne? Okay, kriegen wir alles mit jetzt? Tatsächlich, Leute. Okay, ja. Hier hatten wir nichts mehr. Perfekt. Okay, dann bringe ich das jetzt einfach rüber. Richtig frech. Ich nehme jetzt auch einfach nochmal meinen Buff. Ach so, wartet mal. Jetzt könnte ich ja... Oh. Nee, das wollte ich gar nicht, Leute. Scheiße. Ich wollte... das X machen für ist erledigt die Krypta. Okay, die haben sich hier mittlerweile auch richtig geil angesammelt. Oh Gott.
Scheiße. Okay, das war natürlich doof. Ich hoffe, ich überlebe das noch. Ja, sieht gut aus. Okay, geil. Dann kann ich ja jetzt wieder umswitchen. Frag mich, ob ich das schaffen würde, hier auch einfach mal rüber zu schwimmen. Wir testen das. War vielleicht eine scheiß Idee, oder? Oh. Verliere ich auch Ausdauer, wenn der mich trifft? Mit seinem Stein? Das wäre die absolute Frechheit. Oh oh. Easy. Echt geil. So, Tür zu. Und? Okay, ich habe jetzt schon den ersten Vierer-Stack voll hier, ne? Für die Carver, Leute. Okay, ist natürlich geil, ne? Okay, er ist jetzt natürlich mitgekommen hier, der Junge. Bist du? Der schmeißt doch noch. Ich höre den doch. Ist der wieder abgehauen? Ah ne, hier ist er doch. Hallöchen. So. Okay, geil. Jetzt überlege ich halt, lohnt sich das jetzt schon, mal das Schiff zu holen, Leute? Eigentlich wollen wir ja schon mal gerne sehen, was wir jetzt alles machen können, oder? Ja, ich würde sagen, wir machen das jetzt einfach. Ich kann ja eh nicht so viel mit rumschleppen, mit dem Boot. Das heißt, ich könnte jetzt halt schon erstmal den ersten Stack holen, ne? Wie mache ich denn? Wartet mal. Okay, jetzt muss ich das halt klug machen, ne? Jetzt muss ich das klug machen. Wir gucken mal auf die Map. Hier unten bin ich. Und dahin ist Portalreise. Und ich müsste aber... Ja. Schwierig. Also das... Ich bin fast davor... Ich habe fast, ehrlich gesagt, das Gefühl, dass ich lieber nochmal die Erze vom Portal reise zu Portal Boss / Reisebringer. Und dann eher von dort aus gesehen die Erze dann da runterfahre, weil ich musste nämlich jetzt hier durch das Sumpfland fahren. Und ich habe ein bisschen Angst vor dem Sumpfland, Leute. Problem ist nur, dass ich halt nicht so viel... Wenn ich jetzt mal ein paar Sachen rauslegen würde. Den haben wir vielleicht nie unbedingt. Na gut, so viel macht das gar nicht aus, sehe ich gerade, ne? Hm. Also irgendwie würde ich mich da wohler fühlen, Leute. Weil ich habe immer noch die Befürchtung, dass in dem...
wenn ich durch das Sumpfland fahre, weil die Trauge und so, die laufen ja teilweise auf dem Wassergrund lang und schießen dann mit ihren Bögen und so. Und wenn die mir das Boot da zerdeppern, dann haben wir ein Riesenproblem und dann würde ich mich echt extrem ärgern. Wie viel kann ich denn jetzt einfach mal so mitnehmen? Oh nee, das ist halt zu krass, ne? Scheiße. Das ist natürlich schon ein Marsch jetzt, den ich machen müsste. Und natürlich komplett. Okay, ich müsste da hochrennen. Oder bin ich richtig gedanklich? Ja. Ja, da komme ich auch nur. Ja. Ja, haltet mich für verrückt, aber ich mache jetzt hier wirklich den Safety Way, Leute. Vielleicht ist es ein bisschen unnötig kompliziert. Bin ich noch richtig? Ja. Ganz so weit ist es ja eigentlich auch gar nicht, ne? Es geht schon. Ja, es ist alles nicht ganz so optimal, muss ich zugeben. Aber ich habe halt wirklich null Bock zu sterben jetzt, ne? Guckt mal, Leute, da wäre ich schon. Hier ist mein Bootssteg. Das ist nämlich auch so ein Punkt. Ich müsste jetzt auch da noch mal so einen Bootssteg erstellen und so. Okay, was liegt denn hier alles noch rum? Steine. So. Dann hier zwischengelagert. So, wie spät haben wir es jetzt? Ich kann sogar noch mal pennen gehen, Leute. Unloading, was? Was war das jetzt? Guten Morgen. Ja, das höre ich doch gerne. So, tu mir mal einen Gefallen. Und leg das mal hier alles raus. Das brauche ich jetzt nicht. Okay, Leute. Und wieder zurück. Okay, ich dachte schon, hier ist noch eine Grabkammer. Aber da war nur so ein Schatz, glaube ich. So. Brutal Reiser.
Ja, vielleicht mache ich es doch zu kompliziert, ne? Vielleicht sollte ich wirklich einfach mit dem Boot da reinfahren. Ich wünschte wirklich, ich müsste das Boot gar nicht benutzen. Das wäre mir eigentlich das Liebste. Also vor allen Dingen nie für diese Geschichte mit den Ärzten transportieren. Guck mal, hier liegt immer noch das Trollgelumpe rum. Seit Stunden. Das legen wir jetzt einfach mal hier rein. Zack und zack. So, okay, weiter geht's. Ein Sack müssten wir bekommen. Kriegen wir die fünf noch mit? Und dann kannst du vielleicht sogar noch einen dazu nehmen. So. Warte mal. Noch einer? Oh, okay. Machen wir es so rum. Okay, Leute. Ja, so ein bisschen albern ist es schon, ne? Ich gebe es wirklich gerne zu. Liegen. Wenn man sich dann überlegt, dass ich jetzt mit dem Eisen wahrscheinlich mir eine Waffe bauen kann und ein Rüstungsteil. Es ist schon, es ist schon, jo, moin, Leute, was geht? Geil, die kümmern sich jetzt um die grauen Zwerge. So ein bisschen wie bei Alien Isolation, wenn ich da die Rauch. Guck mal, das Hirschparadies da hinten. Das sind doch alles Sternehirsche, glaube ich, mit dem Geweih, oder? Guck mal kurz. Ja, guck mal, wie ich mich auskenne. Herrlich. Aber ich brauche ich nur wirklich jetzt gerade gar nicht. Okay, nur mal ein kurzer Test, ob die was gepatcht haben. So und so. Okay, dann kannst du eigentlich, wenn wir ehrlich sind. Ja, das passt schon. Würde ich das jetzt hier mal ins Wasser reinschmeißen? In der Hoffnung, das respawnt irgendwann mal. Und, Leute, noch einmal. Schon echt sau kompliziert, wie ich das mache. Ich habe wirklich so null Bock zu sterben. So, bin ich noch richtig? Achtung, Schwein hinter mir. Das wird bestimmt noch bis zu meinem Gebäude mitkommen. Aber wir leveln richtig Sprinten auf, Leute. Ich bin schon bei 54.
Also umsonst ist das auf jeden Fall nicht die Nummer. So. Ja, ich werde natürlich nie alle auf einmal jetzt mitbekommen, ne? Mal so 4 Stück noch. Okay, das passt. Achso. Dann noch mal 4. Okay. Einer zu viel. Okay, so würde es gehen. Okay, alles klar, geil. Kannst um diese Zeit nicht schlafen. Ist okay. Gut, dann bringen wir das noch weg. Darüber, ne? Ich bin wirklich überrascht, wie gut das mit diesen Wegrennen funktioniert. Das hätte ich halt echt schon die ganze Zeit so machen können, ne? Das ist unfassbar. Wie easy das funktioniert, ey. Und immer wieder die gleiche Gruppe, die sich mittlerweile auch denkt, wer ist diese Frau? Und warum rennt die hier alle 2 Minuten immer an derselben Stelle vorbei und wieder zurück? Was macht die hier? Aus denen ihrer Sicht natürlich auch komplett albern, die Nummer. So. So, wie viel haben wir denn jetzt? Ja, also der Stack wäre jetzt auch noch nicht mal voll. Na, ist klar. Ich würde es trotzdem erstmal dabei belassen. Dass wir am besten auch noch mal ein bisschen was anderes machen. So, das war jetzt Boss. Kaiser. Ich glaube, hier rein, oder? Nope. Aber dann kann ich bestimmt hier das noch mitnehmen, nach Hause. Wenn ich jetzt schon mal hier bin. So, und dann gehen wir durch das hier durch. Puh, und dann werden wir in der nächsten Folge, werden wir mit dem Schiff wieder losgurken, ne? Und dann hoffe ich, dass der Wind und so mitspielt. Okay. Das wäre natürlich der absolute Traum, ne? Wenn das funktioniert. So spezial. Da rein. Ein bisschen Holz. Ich bald auch mal wieder ein paar Vorräte holen, ne? Wie ihr seht. Zack. Dann kannst du gerne mal hier die Lampen wieder ein bisschen anzünden. Einen hast du noch. So, perfekt.
Geil, Leute. Ziemlich geil. Okay, das. Bist du fertig? Yes. Sehr schön. Und dann haben wir, glaube ich. Ja, wir haben dann alle. So, bitte diesmal nicht die falsche Taste drücken. Danke. So mache ich das jetzt. Dass ich das so mal ein bisschen mitnehme hier, die Nummer. Perfekt. Okay, dann würde ich mir eigentlich gerne noch mal ein paar Pfeile bauen. Wobei wir eigentlich hier auch noch genug hätten, ne? Können wir mal die Eisenpfeile benutzen? Okay, liebe Leute. Das wird natürlich jetzt ein Riesenspaß, ne? Also eigentlich müsste der Weg relativ sicher sein. Aber ich könnte mir auch vorstellen, dass da noch so ein bisschen was schief gehen wird. Tatsächlich. Und ich würde vorschlagen, das machen wir in der nächsten Folge, liebe Leute, dass wir da mit dem Boot lostuckern, ne? Also, ja, das ist dann übrigens so der Punkt, wo ich dann sage, das mache ich dann irgendwann mal alleine ohne euch, ne? Damit wir da mal ein bisschen Abwechslung reinkriegen. Aber genauso wird sich das jetzt erstmal abspielen, die nächsten Folgen. Aber ich freue mich, wenn wir die erste Ladung vielleicht schon in der nächsten Folge hier anbringen und einschmelzen, weil dann können wir natürlich erstmal gucken, was wir alles so Geiles herstellen können. Ein neues Schwert wäre geil. Ein Eisenschwert. Rüstung, ja. Und ich liebäugle ja auch noch vielleicht mit einer Eisenspitzhacke, könnte ich mir noch gut vorstellen, liebe Leute. Und für heute sage ich erstmal vielen lieben Dank, dass ihr wieder mit dabei wart bei meinem Hin- und Hergerennen mit den Ärzten. Und sage bis bald bei Walheim. Macht's gut. Tschüss.